verschnupft. Also das hört man momentan nicht so, weil das gerade noch im Anfangsstadium ist, aber ich bin schon ein bisschen verschnupft und ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht so stark, dass ich denn ich anhöre wie so ein halber Zombie. So, vier können wir noch. Das hole ich mir gleich. Wo ist der? So, die letzten vier hole ich mir hier raus. 1, 2, 3, 4. Okay, das war einer zu viel. Schnell rein hier. Autsch. Gut. So, oh, endlich wieder hell. Guti gut, da haben wir wieder ein bisschen was geschafft. So. Bisschen Kohle. Reicht das erstmal? So, blub, blub, blub. Das ist so. So. So und so. Das kann erstmal brennen. So und so. Und so und so. So, den letzten Stack lassen wir erstmal. Müssen wir erstmal dann warten. Packe ich jetzt mal hier rein. Plop, plop, plop. So. Jetzt fehlt mir hier ein bisschen was. Habe ich zwei, ist das noch übrig? Vier Glowstone. Gut, mit Glowstone werde ich hier ein bisschen was verschönern. Ach nee. Glowstone lasse ich erstmal. Ich packe das erstmal mit hier rein. Genauso wie den Quarz. Das packen wir rein. So, so. Gut. Während das brennt, hole ich mir erstmal Stein. Ich hoffe, ich habe noch Stein. Ansonsten muss ich mir doch nochmal einen Ofen machen. Stein. Also Kobbel brauchen wir. Hardened Clay. Daraus könnte man noch was Schönes machen. Auf jeden Fall brauche ich jede Menge Kohle jetzt. Gut. Machen wir noch einen Ofen. So, einen Ofen mache ich mir noch dazu. Stein habe ich hier. Stein habe ich da. Da habe ich schon mal ein paar. So. Plop, plop, plop. Plop. Plop, plop, plop. So, den stelle ich dann in die Ecke rein. Jetzt nicht wettet hier. So und so. So, jetzt erstmal brennen. Jetzt brauche ich erstmal eine Axt. Habe ich da noch eine? Nee, ich krieg schon wieder einen Schluck auf. Also ich trinke mal kurz ein Schlückchen von meinem schönen Kaffee. Prost. So. Machen wir mal weiter. Ja, wie ich sehe, haben wir nichts. Na gut, blub, blub. So, ja, wir haben ja genügend Eisen. So, und einmal hier und einmal hier. Klack, klack, klack. Puff, fertig. Feuerzeug brauchen wir nicht. Feuerzeug kommt erstmal hier rein. Und ja. Ach so, noch mal was anderes, weil ich ja momentan noch keinen Gast habe. Ach, die Hunde bellen schon wieder. Also, wie gesagt, ich habe momentan noch keinen Gast. Das könnte daran liegen, dass ich... So, anders. Könnte daran liegen, dass ich momentan so viel Stress habe. Erstens war das mit dem... Ja, mit Final Fantasy, dass das abgeschmiert ist.
Und einmal so. Dass das mir erstmal so krass abgeschmiert ist, dann musste ich erstmal sehen mit den Aufnahmen. Dann ist ja jetzt auch momentan die Urlaubszeit und ich will ja auch ein bisschen was selber machen und ein bisschen entspannen und da geht's halt nicht immer alles. Na, jetzt wo machen wir das hin? Machen wir hier auf die Seite, wa? So, machen wir erstmal das weg. Schornstein. So, jetzt fehlt mir bloß noch die Kappe dafür. Ne, das machen wir nicht so. So. Rennen wir mal schnell zurück. Da brauche ich nämlich zweimal Eisen. Plupp und plupp. Und so. Und die meisten würden das jetzt schon wissen, was ich mache. War, das ist sozusagen wie so eine Art Schornsteinabzugshaube. Und klopp. So. Ist nicht so auffallend, ist klein. Muss nicht immer so protzend sein. Super, da ist ein gelbes Schaf. Gut. Für die Insel da oben. Dafür habe ich mir was richtig Gutes ausgedacht. Also hier wird noch größer gemacht, die Insel dann. Ist wie eine kleine Skywalk-Insel dann. Aber dann wie mit einem Art fliegenden Palast halt. Kann man sagen. Ja, Palast wird das nicht, also. Es wäre mir zu aufwendig. So schon, aber es wird schon was Großes werden. So. Machen wir einfach plopp, plopp und plopp. Da muss ich jetzt auch nochmal ran. Drinnen sein. So und so. Ah, hier komme ich nicht lang. Was machen wir da? Lalala, hat keiner gesehen. Das ist meine kleine Lücke. So und hier werde ich natürlich erstmal Fackeln hinsetzen. So, dass ich das von außen beleuchte dann halt. Den Gang. Muss ja nicht jeder sehen. Dass das irgendwie so eine Art, ja, Nische ist, dann kann man hier halt stehen oder so, dann kann man halt reingucken oder halt rausgucken, je nachdem. Aber dass ich das dann irgendwie dann später verbinde hier, dass ich dann noch irgendwie einen Weg hierhin mache, je nachdem alles, kann man ja später noch ausbauen. Also mit Minecraft kann man ja wirklich jeden Mist machen. Wenn ich mir manchmal sehe, wenn da einer 2 Jahre lang in einem Palast sitzt, der überdimensional groß ist und jedes Mal mit jedem Update die Blöcke dann geändert hat, die er dann brauchte halt, zum Beispiel mit dem Quarz. Also das ist schon klar, also Ideen kann man immer haben, aber man kann es auch irgendwo übertreiben. Also an alle Bauer zum Beispiel. Visa, der Map-Erbauer. Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Ich hab's so mit Namen, ey. Wenn ich mal einen Namen merken muss, das ist wie, als wenn ich mir in der Schule irgendwelchen Mist merken muss, den ich niemals im Leben brauche. Ach Mensch. Also wenn er mir noch einfällt, hau ich ihn einfach mal raus. Ansonsten, ja. Kann ich nichts dafür sorgen. Also nichts dafür machen halt. Ich bin dafür, damit bin ich immer noch unzufrieden. Haben wir noch 2 Treppen? Nein, haben wir nicht. Aber wir können uns welche machen. 400. Wie viele waren 4? 4 waren immer einer. Also brauche ich noch 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dass wir 12 haben. Und schwuppdiwupp. So. Ja, ich bräuchte mal hier oben eine Box. So, da. Plupp, plupp. Plupp. Da haben wir 4, ist ja egal. So, und dann geht's dem hier mal an den Kragen.
So. Plupp. Und plupp. Sieht doch viel besser aus. So eine kleine Nische, da kann man dann halt wieder was irgendwas reinlegen. Oder halt so ein bisschen als Dekor. Sieht eigentlich schon besser aus, muss ich sagen. So. Plupp. Und plupp. So, sieht besser aus. Könnte man halt jetzt oben machen, aber ich denke mal, da wird noch was anderes zu ändern. So, die Treppen wieder einsammeln. So und so. Plupp und plupp, dann kann man auch wieder da hoch. So, und von hier unten sieht man halt das nicht mit dem Stein dann. So. Und jetzt hau mal raus hier, was du alles kriegen kannst. So, 44 haben wir. Ah. So. Und weiter geht's. Dem Hausbau. So, 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 so. So. Und so. So, dann gehst du ja bloß noch auf der anderen Seite und dann sind wir ja schon wieder fertig hier mit dem der Ausbesserung. Plupp. Plupp, plupp, plupp. So. Das lasse ich so aus nostalgischen Dingen als Holz. Ach, der ist ja auch gewachsen jetzt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn auf. Egal, ich mache es einfach frei Schnauze. Und wenn ich so ein bisschen länger habe, dann ist es auch nicht schlimm, weil ich kann momentan aufnehmen. Ich habe Zeit, ich habe Ruhe. Na gut, gucken wir mal kurz auf die Uhr. Ja, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Gut. Der ist gleich fertig. Noch ein. Noch ein. Du hast Ufe. Ufe ist fertig. 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 Kann ich mir schon mal das und das rausholen. So, einmal das und das. Das. Und. Das muss ja nicht gleich alles durchgehen halt. Oh komm. Ach, das lassen wir mal schnell so in Ruhe. Gut, hier hinten wird dann halt, also hier vorne wird halt wie Garderobe sein. Das wird ja noch alles umgebaut. Den Teppich werde ich hier auch. Dann werde ich das gleich machen. Brauche ich aber noch andere Wolle. Die haben wir, orangene Wolle haben wir auch da, super. Gut, dann werden wir halt die Wolle mal rausreißen hier. Wo jetzt halt so eine, wie so eine Art Blöcke jetzt da sind. Wie zum Beispiel hier die Kisten, wo man dann halt sehen kann, da geht kein Teppich runter, so viel ich weiß. Ich mache mir mal eine Schere. Haben wir noch eine? Haben wir eine Schere? Nein. Hier auf jeden Fall nicht, außer ich bin blind. Da, da, da. Ein blindes Huhn sieht auch mal ein Korn, aber in dem Fall nicht. Machen wir uns halt eine Schere. Blub, blub. Und jetzt sehe ich später denn. Ach scheiße, wir haben doch eine. So. Unsere schöne gefarmte Wolle, wo wir die Schafe noch am Anfang gefärbt haben. Wir lassen erstmal so die Kisten stehen. Die Sterne ja momentan noch nicht. Ist ja noch alles im Rohbau. So. Was machen wir damit? Kobbel oder Erde? Ach, Holz. Ich würde mal sagen, wir machen das mal schnell alles aus Kobbel. So. Und unter den Öfen bzw. anderen Rand sieht man das ja nicht so dolle. So. Bisschen verschönern. Ach, und hier sieht man das ja genauso nicht. Da muss ich halt. So. Und plopp und plopp. Wir brauchen echt einen Zaubertisch mit Kühen.